Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, ich habe einen kleinen Fehler gemacht und zwar laufe ich hier schon die ganze Zeit mit diesem Strahl rum. Das heißt, ich laufe mal direkt zu Nala rüber. Hallo. Ich sehe dich gar nicht. Gameplayerin, letzte Nacht haben die verzauberten Herzen angefangen zu leuchten. Der Moment ist gekommen, die Risse ein für alle Mal zu schließen. Bist du bereit? Klar, los geht's. Laut meiner Erinnerung, die wir im Königsfelsen entdeckt haben, müssen wir die verzauberten Herzen in die Löwenstatuetten einsetzen. Aber ich weiß nicht mehr wie. Warum verstehe ich das alles nicht? Wir brauchen es nicht zu verstehen. Ich werde es für uns beide verstehen. Du hast recht. Das sollte mich nicht stören. Wir können zusammen daran arbeiten. Aber wenn ich es verstehen will, muss es mir jemand erklären. Ich sollte mit Ursula sprechen. Ja, wir haben die alten Löwenstatuetten bei ihr gelassen. Vielleicht hat sie mittlerweile herausgefunden, wie sie funktionieren. Ich werde auf die Risse aufpassen und versuchen, Fische für die anderen zu fangen, während du mit ihr redest. Okay. Auf Wiedersehen. Ich bin mir nicht sicher, was das jetzt eigentlich gewesen ist. Aber wir nehmen dich mal eben mit, weil... So, erstens brauche ich da nicht nach dir zu suchen. Und zweitens kann ich den armen Simba da mal entlassen. Weil den habe ich nämlich vorhin gelevelt. Und ja, der scheint aber nicht so richtig Lust zu haben, weil der ist nämlich direkt wieder abgehauen, als er durfte. Wir wollen ja erstmal die Quest mit Nala zu Ende machen hier. Weil das ist ja auch die letzte Quest mit ihr. Oh, die ist wieder so blöd hier in der Ecke. Ich hoffe, ich kann die... Oh, nein. Ah, Ursula. Nein, Ursula. Böse Ursula. Ganz böse Ursula. Jetzt ist sie wieder... Nein, jetzt kann ich wieder nicht mit ihr sprechen. Es ist so nervig. Mein liebes, süßes Kindchen. Ich brauche deine Hilfe. Ich glaube, ich brauche auch Hilfe. Ich sehe nicht mehr richtig scharf. Ursula, wir brauchen deine Hilfe. Wir haben diese verzauberten Herzen, aber wir wissen nicht, was wir als nächstes tun sollen. Na, das wurde aber auch Zeit, dass du mich um Hilfe bittest, Schätzchen. Ich habe langsam genug von diesen nervigen Fischen und diesen ganzen mystischen Blödsinn in den Gewässern des Dorfes. Aber zu deinem Glück habe ich herausgefunden, wie ich das alles in Ordnung bringen kann. Wirklich? Wie? Oh. Es ist ganz einfach. Jetzt hör mir gut zu, Gameplayerin. Ich will mich nicht wiederholen. Wenn du neue Löwenstatuetten herstellen willst, brauchst du Lehm und Sand. Und um die Magie zu bündeln, brauchst du jeder Statuette einen Edelstein auf die Stirn, auf der Stirn einzusetzen. Edelsteine von den Orten, an denen sich die Risse geöffnet haben. Die Risse haben sich am schillernden Strand auf der Lichtung des Vertrauens und in den eisigen Höhlen geöffnet. Ich find's ja wirklich. Also brauchst du einen Aquamarin, einen Amethyst und einen Zitrin. Mhm. Und um die Risse zu schließen, musst du die Löwenstatuetten herstellen und an den Rissen platzieren. Viel Glück, Fischlein. Hoffentlich bist du damit nicht überfordert. Da hat aber jemand eine Glückssträhne. Das wollen wir hoffen. Ja. Wieder mal so eine Aufgabe, wo ich entweder Glück habe oder stundenlang rumfarmen muss. Wir werden es sehen. Also. Aquamarin könnte problematisch werden. Möbel. Unter Möbel ist das Ganze okay. Ah ne, Aquamarin haben wir. Ach, das sollten die verzauberten Herzen sein, diese gelben Dinger, die ich bekommen habe. Na gut. Citrin haben wir auch noch genug. Perfekt. Und Amethyst haben wir zumindest auch noch genug, um das herzustellen. Sehr schön. So, dann müssen wir die einsetzen. Einmal wieder zurück zum schillernden Strand. Komisch, dass das diesmal nicht markiert worden ist. Normalerweise, und da habe ich mich ja schon, da war ich ja schon verwirrt deswegen. Weil, muss ich die da einsetzen oder ins Wasser? Dekorier? Ach so, ja, jetzt verstehe ich das. Okay. Ich habe nur keine Ahnung, was jetzt wohin kommt. Moment.
Schillernder Strand, das war das erste. Wo soll ich jetzt wissen, was das erste gewesen ist? Ich habe doch nicht aufgepasst, Leute. Es könnte Aquamarin sein. Es wäre zumindest logisch. Stellen wir die mal hier hin. Okay, das scheint richtig zu sein. Jetzt schauen wir mal. Können wir das hier irgendwie mal. Es sieht auf jeden Fall ganz cool aus, ne? Diese. Das können wir leider nicht in größer machen. Und sie fliegt über den Boden. Aber das ist wahrscheinlich alles nur. Nee, Moment, die Lichtung, da wollte ich erstmal hin. Das ist wahrscheinlich alles nur Zufall, beziehungsweise das ist nicht ein Effekt. Na, wie nennt sich das jetzt? Ach, ich komme jetzt gerade echt nicht drauf. Dass es halt kein Zufall ist, sondern dass es extra so gewollt ist. Das wollte ich damit ausdrücken. Aber natürlich habe ich vergessen, wie es heißt. So, Zitrinen, war das das zweite, was wir hergestellt haben? Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, das ist richtig. Ja, okay. Sind auch schön am Leuchten. Eisige Höhlen. So, dann. Ist das. Ach, das ist ein Fuchs. Och, ich dachte gerade schon. Moment, der ist hier drunter. Wo stelle ich den denn am besten hin? Hier vielleicht? Gucken. Na, kann man leider nicht höher stellen. Aber pff, ja, da steht es eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Du hast die Löwenstatuetten bei den Rissen aufgestellt. Ich hoffe nur, dass. Nee, hast du eine Veränderung bemerkt? Noch nicht. Moment. Meine Schnurrhaare zucken wieder. Genau wie damals, als sich die Risse zum ersten Mal öffneten. Spürst du das? Ich fühle etwas. Es ist so stark. Ich spüre es in meinen Pfoten kribbeln. Ich glaube, die Risse schließen sich. Hast du die Lichtblitze in der Ferne gesehen? Nö, ich hatte nur ein schwarzes Bild. Der schreckliche Geruch ist weg. Ich glaube, es ist wirklich vorbei, Gameplayerin. Wir haben die Risse versiegelt. Diesmal für immer. Oh, Moment mal. Da ist ein neuer Geruch. Die Fische, die durch die Risse geschwommen sind, sind immer noch da. Aber nun sind sie irgendwie anders. Sie riechen wie normaler Fisch. Echter Fisch. Und sie riechen irgendwie köstlich. Du willst sie fressen? Ich auch. Nee, fressen will ich sie nicht. Ich gebe zu, ich bin ein wenig neugierig. Sie sahen nicht wirklich lecker aus, aber viele köstlichen Dinge sehen nicht lecker aus. Wie die Käfer, die Simba mich essen ließ. Ich denke, wir werden es erst wissen, wenn wir sie probiert haben. Ich werde einige der Fische fangen und sie Remi bringen. Mal sehen, ob man aus ihnen etwas Essbares machen kann. Aber ich wette, diese Fische mögen warmes Wasser nicht besonders. Ich werde wohl warten müssen, bis es etwas kühler ist, um sie zu fangen. Vielleicht sollte ich versuchen, sie morgens oder abends zu fangen, wenn die Sonne nicht so hoch am Himmel steht. Ja, und das ist jetzt das große Problem, was ich habe. Das habe ich schon kommen sehen, weil ich nämlich was gelesen hatte in den News, dass es neue Rezepte gibt und dass man die nur mit den Fischen machen kann. Das Problem daran ist, dass da auch schon drin stand, dass man diese Fische nur morgens und abends angeln kann. Was grundsätzlich okay ist für mich, aber da heute jetzt der einzige Tag ist, wo ich eben nicht morgens unterwegs bin, sondern es ist gerade ausnahmsweise mal Mittag, kommt das jetzt natürlich etwas blöd für mich. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen, damit das jetzt nicht alles auseinandergepflückt wird hier. Dann mache ich mich mal auf die Suche, ob ich eventuell noch den letzten Alien finden kann. Wenn ja, dann werde ich das auf jeden Fall hier gleich noch einfügen. Und ja, ansonsten, wenn ich dran denke, versuche ich es heute Abend mal, dass ich den Fisch fange oder die Fische fange. Nee, hier steht aber nur einen Fisch aus dem Hier und Dort. Okay, dann fangen wir einen Fisch. Beziehungsweise eventuell auch ein paar mehr, weil es sind, glaube ich, zwei oder drei Rezepte, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist schon was her, dass ich das gelesen hatte, die neu dazugekommen sind. Die werde ich euch natürlich nicht vorenthalten, sondern die werde ich dann gemeinsam mit euch machen.
Ja, es tut mir leid. Jetzt erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann quasi für euch direkt wieder. Ich habe ihn gefunden. Den letzten verdammten Alien. Entschuldigung, aber ich bin sowas von froh, dass ich ihn endlich habe. Oh, jetzt können wir auch die Quest demnächst abschließen. Ja, ich habe es endlich geschafft. Ich habe endlich einen Fisch aus dem Hier und Dort gefangen. Oh mein Gott. Ich habe diverse Fische erstmal gefangen, wie ihr seht. Die ganzen Fische hier und dann endlich das, was wir brauchen. Bringe den Gegenstand zu Remy. Oh, da liegt noch ein Ei. Das nehmen wir dann direkt mal mit. Und dann gehen wir zu Remy. Eieiei, also ich habe jetzt fast eine Viertelstunde, ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt, fast eine Viertelstunde gebraucht, um den Fisch zu fangen. Es ist wirklich nicht einfach. Remy? Nein, jetzt sagt mir bitte nicht, dass der am Schlafen ist. Oh, das ist nicht euer Ernst jetzt. Das ist jetzt... Nee, da ist er. Doch, bei sich zu Hause, aber... Remy, rede schnell mit mir. Komm schon. Nein, reden möchte ich. Komm rein. So. Bonjour. Bonjour. Ein dreigängiges Dankeschön. Nee, Moment. Hier und dort und wieder zurück müsste das sein. Wow, ist das der Fisch, der immer wieder verschwindet? Er leuchtet nicht mehr. Was ist passiert? Er kam aus dem Hier und Dort. Wir haben uns gefragt, was man damit kochen kann. Kann man damit ein Gericht kochen? Wenn er essbar ist, kann ich daraus ein Gericht kochen. Lass mich nur einen kleinen Bissen probieren, um sicher zu gehen. Oh nein, jetzt ist der ganze Fisch weg. Hm, dieser Fisch. Er schmeckt. Er schmeckt. Mach's nicht so spannend, genau. Geht's dir gut? Soll ich medizinische Hilfe holen? Und wie schmeckt er? Ja! Das ist köstlich. Leicht, süß, salzig und mit einem Hauch von pikanter Säure. Ich weiß genau, wie ich das servieren werde. Ein leckerer, langsam köchelnder Eintopf mit Tomaten, Pilzen und vielleicht einer Prise Oregano? Warte, es war Nalas Idee, diesen Fisch zu essen. Und wenn sie nicht gewesen wäre, wäre das ganze Dorf vielleicht in das Hier und Dort hineingezogen worden. Warum koche ich nicht erstmal das Gericht für Nala? Mhm. Das wäre perfekt, Gameplayerin. Und es sollte nach ihr benannt werden. Hier, nimm das Rezept. Ein Löwinnenfestmahl für Nala, zubereitet mit besonderer Wertschätzung für die Beschützerin des Tals. Vielen Dank, vielen Dank. So, koche das Gericht. Das machen wir auch mal ganz schnell. Ist hier eigentlich was Neues dazu gekommen? Nee, das sind die normalen alten Sachen. Also alt in Anführungszeichen, ne? Was haben wir gesagt? Löwengericht heißt das. Da ist es nicht bei. Da ist es auch nicht bei. Da ist es auch nicht bei. Ich dachte, er hat mir jetzt das... Ach so, ich muss das erst noch lesen. Oh, mein Gott, da sag mir das doch einer. Ja. Okay, dreh dich mal um. Dann gucken wir jetzt nochmal nach dem Löwenrezept. Übrigens hätte ich hier so gerne, wie so viele andere auch, endlich mal eine Suchfunktion. Ich meine, die meisten Sachen weiß man ja, wenn man das machen will, was man machen will. Und da wäre eine Suchfunktion wirklich super perfekt. So, ich habe mir den Fisch gerade nochmal angeguckt. Der sieht wirklich mega eklig und bescheuert aus. So, schnell einen Screenshot davon gemacht. Wobei ich das ja eigentlich jederzeit nachgucken kann. So, überrasche Nala mit dem Löwenfest. Mal, jetzt sag mir bitte, dass die auch noch wach ist. Weil sonst raste ich hier nämlich gleich aus. Nein, ich will immer noch sie haben.
auch jetzt Porte, Mann. Weil, wie gesagt, wir hatten 8:30, als ich angefangen hatte zu angeln. Und ihr seht ja, wie dunkel das Ganze um uns herum jetzt schon ist. Und ich fände es jetzt mega, mega scheiße, wenn, ich möchte es jetzt nicht aussprechen. Jetzt brüllen sie mich hier beide auch noch an, na super. Wenn ich bis morgen warten müsste, so, das wollte ich gesagt haben. Du siehst lustig aus mit deinem Rüppchen. Was ist das? Es riecht fantastisch. Das wurde aus dem Fisch vom hier und dort zubereitet, Nala. Remi hat mir ein Rezept gegeben. Wir dachten, du solltest es als Erste probieren. Zu Ehren von Nala, der Beschützerin des Dreamlight Valley. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll. Hey, woo! Gameplayerin, ich freue mich, dass ich dir helfen konnte, dein Rudel zu ernähren und das Tal zu beschützen. Du bist Teil meines Rudels, Nala. Es ist also an der Zeit, reinzuhauen. Lass es uns probieren. Es riecht so gut. Das war köstlich. Ich hatte solche Angst, dass meinetwegen das ganze Tal zerstört würde. Oder dass alle verhungern würden. Aber jetzt ist es sicher. Und wir haben mehr Nahrung als je zuvor. Ich finde das so süß, wenn die das immer macht. Du bist genau das, was das Dorf braucht, Nala. Danke, Gameplayerin. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Und um dir zu zeigen, wie sehr ich deine Hilfe schätze, habe ich Dagobert Duck gebeten, einen besonderen Ort für dich zu erschaffen. Es ist eine Oase für das Tal. Etwas, das jeder nutzen kann. Ja, ich hab's endlich. Ah, ist das geil, ist das geil, ist das geil. Ja, wunderbar. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade ins Dunkeln wieder rausgegangen bin. Da das jetzt noch nicht ganz so lange war mit der Folge, würde ich sagen, wenn er noch wach ist, dass wir die Aliens nochmal eben zu Bass zurückbringen. Weil wir haben ja das letzte Alien oder den letzten Alien haben wir ja vorhin noch gefunden. Da ist er. Jetzt muss ich hier wieder gucken. So. 25 Aliens. Bitteschön. Ja. Gute Arbeit, Space Ranger. Du hast eine Menge Außerirdische gerettet. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass da draußen noch mehr rumschwirren. Ich werde meine Aufklärungsmission fortsetzen und dir Bescheid sagen. In der Zwischenzeit möchte ich dich für deine gute Mitarbeit belohnen. Während ich nach den Außerirdischen Ausschau gehalten habe, habe ich ein Geschenk für dich zusammengestellt. Nennen wir es ein Versorgungspaket der Space Rangers. Ein paar Ressourcen, die du vielleicht nützlich findest. Okay, danke, Bass. Keine Ursache, Gameplayerin. Okay. Gut gemacht. Ich hoffe, dass ich da auch genug Platz für habe. Oh, sieh dir mal diese Sterne an. Einmal öffnen. Na, jetzt muss ich klicken. 5 Eisenbarren. Achso, 5 Lehm, 20 Holz. Ja. Ich dachte, da kommt jetzt voll das Mega-Geschenk raus. Ich meine, gut, die Eisenbarren, die sind natürlich nicht schlecht. Holz kann ich auch immer gebrauchen. Ich habe jetzt nur gedacht, dass da jetzt keine Ahnung, was für unglaubliche Sachen rauskommen, die ich so sonst nicht bekommen hätte oder was weiß ich was. Ja, da würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich bin schon völlig durcheinander hier gerade. Nicht zuletzt auch wegen Bass natürlich. Und dann machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mit Simba weiter. Und dann schaue ich, dass ich es hoffentlich noch schaffe, ihn zwischendurch dann nochmal ein bisschen zu leveln, sodass wir die Folge danach dann auch wieder mit Simba weitermachen können. Ich bin schon total aufgeregt, was da jetzt eigentlich bei rumkommt. Ja, dann sage ich einfach mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.